Und damit herzlich willkommen zu einer Multiplayer-Runde bzw. zu einer Koop-Runde Stronghold Legends. Denn ich bin nicht alleine hier, denn bei mir ist auch der Imperator aka F-Ray. Kuckuck! Und ja, hast... Kuckuck! Und ja, Stronghold Legends, lang, lang ist her. Aber gerade deshalb haben wir uns gedacht, spielen wir einfach mal eine Runde. Und ja, wir spielen zusammen. Ist dann, glaube ich, doch so ein bisschen... entspannter, würde ich sagen, erstmal. Vor allem, um sich ein bisschen wieder einzuspielen in das Game. Und wir nehmen als Gegner, wir haben jetzt auch mal ein bisschen überlegt, ich bin böse. Das ist ja klar, Lord Udwin, mein Reich muss einfach böse sein. Und F-Ray nimmt die Eisfraktion. Und damit ist wir schon einfach. Blau und die Musik ist so schön. Ist so schön blau. Da. Das ist so ähnlich wie mit der dunklen Seite und den Keksen. Und ja, als Gegner haben wir überlegt, weil wir jetzt böse und Eis sind, nehmen wir einfach hier auch, um uns einzuspielen, mal die Guten, die, wenn ich mich recht erinnere, auch die schwächsten Gegner waren. Artus und Sir Lancelot. Die sind auch zusammen in einem Team. Ne? So. Die Farben wirken auch ganz in Ordnung. Sind okay so, oder? Boah. Okay, dann würde ich sagen, geh auf bereit und dann kann's losgehen. Was ist denn hier eigentlich noch? Das ist Deathmatch... King of the Hill. Ja, ja, Wirtschaftskrieg. Das ist und ja, gut. Capture the Flag. Oh, Mann. Okay. Ja, Capture the Flag ist mies. Gut, machen wir einfach normales Deathmatch. Und hier Optionen, falls ihr wissen wollt. Spielgeschwindigkeit konnte man, glaube ich, nicht einstellen, oder? Nö, die war aber auch in Ordnung. Ja, die dürfte in Ordnung sein. Ist ja Standard, glaube ich. Dann, auf geht's. Yippie, so ist wieder ran. Und erstmal. Wenn man erstmal so die Grafik von. Stronghold von Stronghold Crusader 2 gewohnt ist, dann ist das schon mal was ganz anderes, wenn man dann plötzlich hier wieder Legends sieht mit dem riesen Interface. Das Lustige ist hier, Interface und Zoom-Stufe, das hat nichts mit der Auflösung zu tun. Egal welche Auflösung man nimmt, man ist immer so nah dran und das Interface ist immer so groß. Ist halt Gewöhnungssache. Noch eine Zeit hat man es wieder drin. Ach, ich erinnere mich gerade daran, hier die Ponys haben die ganzen Ritter ja automatisch unter den Popo gekriegt. Ach, stimmt. Stimmt, hier waren die Ritter so. Also, als Hinweis, das letzte Mal, als ich Legends gespielt habe, war bei meinem Let's Play 2013. Von daher, obwohl, nee, es ist sogar gelogen. Ich habe von einem halben Jahr mal mit Petrit ein, zwei Runden gespielt. Aber auch ziemlich lange. Du hast deine Community angelogen. Wie konntest du mir... Ich wusste es doch selbst nicht besser. Die werden hier nie. Ich habe mich quasi selbst angelogen, das zählt noch. Oh. Ach, fucking Häuser. Du hast mich angesteckt. Mensch. Jetzt wurde Scheiße, jetzt habe ich den Tipp gegeben. Dabei wollte ich doch, dass du dich blamieren tust und alle wieder sagen, Mensch, Udwin, du bist ja so kompetent. Du bist genauso kompetent, wie ich sein tut. Genau. Und vergiss nicht, dass die Eisenminen auch Ochsenjochen nehmen, ne? Ja, daran habe ich schon gedacht. Das bin ich schon von Crusader 2 irgendwie gewohnt. Ach, das ist ja, genau. Das ist ja auch so. Es ist tatsächlich ja bloß in Stronghold 1 und Crusader 1 so, dass die Eisenminen komischerweise. Die Steine werden von den Ochsen geschleppt, aber das Eisenerz, das schleppt dieser eine wackere Typ da immer hin und her zwischen Mine und Vorratslager. Ach, da gab es ja auch so was Lustiges, was wir im Germanischen Nationalmuseum festgestellt haben, wie Eisenbahnen damals aussahen. Ach, stimmt, das war doch. Also die waren gar keine Bahnen so gesehen, das waren ja so. Ja, das waren letztendlich also so ein Klumpen Eisen, der so noch so längliche Auswüchse links und rechts hat, einfach damit man den besser in zwei Hände nehmen kann. Ja, das ist auch ganz lustig, weil Eisenbahn denkt man sich eigentlich, ja, wie man es hier sieht, dass es einfach so eine Art Bahn ist, beziehungsweise so ein Rechteck quasi, so ein rechteckiger Block, aber die waren tatsächlich eher so handlich, die Dinger, schon, von Grund auf.
dass man die einfach besser tragen kann. Es ist schwer, diese Form zu beschreiben, wie die ausgesehen haben. Ja. Zusätzliche Rationen. Wie schön. Danke. Ah, das ist eine Funktion, die vermisse ich bei späteren Teilen auch. Ihr seid der Die, zweitgrößte wie Gott viele der Truppen sollen Seite. produziert werden? Speichern. Ah ja, das wurde auch so oft für Crusader 2 verlangt. Und ja, kam nie. Das ist praktisch als. Gut, wenn man jetzt mehr auf Klasse geht als auf Masse, dann ist es jetzt nicht so schlimm, ein paar Mal drauf zu klicken. Aber wenn man dann wirklich mal viele Truppen produzieren will, dann nervt es schon, dieses Klick, 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 Klick. Ja, was ich auch ein bisschen nervig finde, ist, wenn man einfach, sagen wir, du bildest ständig dasselbe Schema an Truppen aus, sowas was ich. Du hast immer hier 50 Armbrüster, begleitet von so und sowas. Und dann wird dir Stück für Stück deine Armee zerschossen. Da musst du dich immer selbst darum kümmern, dann die nachzuklicken. Da gibt es nicht irgendwie so einen Mechanismus, dass man sagt, so, hier wird jetzt automatisch immer so diese Zahl an Truppen gehalten. Rekruten benötigt, Mal Sire. gucken, was du da treibst. Oh, du baust weitläufig. Ziemlich, ja. Also ich habe meine Farm auf jeden Fall draußen so gesehen, aber ich habe vor, den Burgkern kleiner zu machen. Das sieht fast schon aus, als würdest du das Lager integrieren. Lage? Na, dein Vorratslager. Ach so, ja, das will ich integrieren. Finde ich dann auch irgendwie praktischer. Schon alleine, weil das Vorratslager einfach nah an den Produktionen sein muss, damit die Produktionen effektiv sind. Aber stimmt, hier war es ja auch so. Hier konnte man ja die Gebäude nicht direkt nebeneinander positionieren. Aber dafür, wenn man sie nebeneinander positioniert, dann können die Leute noch durchgehen. Also man erstellt jetzt keine Barriere quasi mit seinen Gebäuden. Ach, die Barriere sind also, die Gebäude sind also barrierefrei. So kann man es sehen. So, ach, die Burgküche kostet ja sogar gar nichts. Okay, ich bin überlegen, ob ich es überhaupt mache. War nie ein Freund von diesem Ehre-System. Also gut, Ja, du brauchst es hier für Truppen, ne? hier in Legends ist es ja wenigstens so, man bekommt Ehre auch durch diese Statuen und durch die Ration. Gut, das war bei Stronghold 2 auch so, aber ich glaube, ich habe bei Stronghold 2 auch nie großartig diese Feste und hier die Burgküche, Schweinezucht, Weinberg und so verwendet. Ich habe immer nur auf eins davon gesetzt, weil das ist einfach, es ist ein Shitload of Stuff. Ja, es Wie ist baue ich halt meine einfach viel. Bude? So. So. Und. Aha. Ich bin kompetent, ich kann bauen. So. So, hier brauche ich dann auch noch einen. Machen wir uns erst das Tor aus. Uppdidupp. Uppdidupp. Ist jetzt doch größer geworden, als ich es mir gedacht hatte. Aber gut. Ich muss überhaupt nicht mal umgucken, wie es hier ausschaut. Ah, wie gerne ich weiter. Was ich auch vermisse einfach bei allen späteren Teilen, ist die Lupe. Noch weiter rauszoomen, viel weiter rauszoomen, wenn es nur eine separate Unsere Ansicht Knie ist. leiden schrecklich, mein Lord. Der Wahnsinn ist wieder über sie gekommen. Der Wahnsinn hat einen Namen. Ja. Ah, du machst ultra kompakt, alles klar. Bist du gerade der größte Herrscher oder was treibst du da? Ja, ich baue ultra kompakt. Weil ich hatte auch zuerst überlegt, sehr viel kompakter zu bauen, aber irgendwie ist es dann doch größer geworden, als ich es mir zuerst vorgestellt hatte. Naja. Machen wir es mal so. Ja, kompakter Bau ist einfach. Oh, es ist so viel angenehmer. Das könnt ihr nicht tun, mein Lord. Bestimmt selbst, was ich tun kann. Das könnt ihr nicht tun, mein Gott. Die Burg ist umzingelt. Das ist immer noch so klasse. Die Burg ist umzingelt. Was?
wenn man sie zugemacht hat. Klingelt's, ja. Ja, jetzt verstehe ich endlich, was du meinst. Ja. Nee, ich erinnere mich nur gerade wieder, wie das Dorfsystem funktioniert hat. Ich glaube, das war doch mit den Fuhrmannsposten irgendwie, oder? Nee, im Sinne von, ich habe gerade geguckt, ich habe hier ein Dorf und es macht nichts und baut nichts und so. Wenn du ein Dorf eingenommen hast, musst du erstmal da auf irgendeine seiner Ressourcenquellen klicken und sagen, was er überhaupt produzieren soll. Wie konnte man das überhaupt einnehmen? Konnte man das einnehmen irgendwie? Hm. Ja klar, du gehst da hin und wartest. Alter, einfach rein. Schnell. Ah, stimmt, nah genug ran. Bogenschützen in Bewegung. Bereit für die Schlacht, Sire. Wupp. Stehen zur Verfügung. Hier macht mir meine Formation. Marschieren. Aha. Ah, stimmt. Meine Länderei. Ja, wenn sie was hätten, würde ich gerne was nehmen, aber die haben ja nichts. Ja, klick mal zum Beispiel auf den Kornspeicher und sag mal, die sollen was, was ich Äpfel produzieren. Ach so, dann fangen sie erst an, das zu produzieren. Dann bauen sie erst Apfelfarmen. Ja, das meinte ich gerade. Ich wünschte, die könnten mehr Brot machen. Aber die können mir. Wenn du Artus bist, können sie dir Brot machen. Wenn du nicht Artus bist, können sie kein Brot machen. Also Brot ist ein Artus-Privileg. Ach, stimmt, ja. Ich kann auch Bierproduktion machen. Bauen die dann auch Brauereien und das ganze Zeug? Ja, ja. Das ist cool. Also, wenn du auf Bier klickst, dann müssen sie auch Brauereien bauen, ja. Dann brauche ich nämlich nur eine Schenke, weil ich wollte jetzt gar nicht diese ganze Produktion machen. Zack. Aha. Kaufen wir für den Start das erste bisschen. Eine Nachricht von Sir Lancelot. Oh. Bei einem Blick von den Wellen sehe ich nichts. Nö. Tod auf dem Vormarsch. Lancelot will mir Hallo sagen. Ja, bei mir hat er auch dir dann die Nachricht gegeben. Beim Blick von den Wellen sehe ich nichts, weil die Zinsen so hoch sind. Ja, großartig. Aber stimmt, das mit dem Bier ist voll die geile Idee. Mach's doch mal. Ihr seid der zweitgrößte Bock. Ah, rechts neben mir bist ja du. Müssen wir uns um die Länderei kloppen, die uns. Ja, wohl, die kannst du haben. Ich habe ja nach unten links noch viel mehr. Was für eine Länderei? Die Länderei, die zwischen uns ist. Genau, das, wo gerade deine Bogenschützen vorbeilaufen. Ja. Hast du erstmal eine Länderei? Nein, meine. Kloppen wir uns voll darum und die beiden kratzen sich so am Kopf so. Ja. Ah, ich kann auch hier mit der Karte viel weiter raus. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja. Nein. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ja. Ja, genau das Gefühl. Ja. Kennt ihr das auch? Es ist total geil. Ach so, an das Gefühl, das ist. Nein, ich meine das Gefühl. Oh, dann fangen wir doch mal mit dem ersten Serious Stuff an. gibst du mir wohl? Danke. So, jetzt aber. Die Burg ist umzingelt. Nein. Wie ging das nochmal mit Sammelposten? Ich muss Steuern machen. Wie ging das nochmal mit Sammelposten für alle? Gab's das hier? Sammelpost, du meinst Sammelpunkt? Einfach rechte Maustaste bei dem Truppenausbildungslager. Achso, ja gut. Ja, jetzt habe ich den schon für alle Truppen einzugesetzt. Harnische bitte. Ganz viele. Brauchte man für die Harnische hier Kühe eigentlich? Von den Käsereien? Das weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich. Ich mach's einfach mal in der Nähe. Ich kann nicht mal so würde ich mal so vermutieren. Das würde ich mal so formatieren, ne? Ja, genau. Produktion. Okay. Mehr davon und mehr davon. Unsere Schatzkammer ist fast leer, Sire. Hm.
Und der Zauberturm stimmt, hier gab es ja die ganzen tollen magischen Einheiten. Ja, die gibt es da sogar immer noch. Fand ich so lustig in der Einstellung, die heißen wohl vom Spiel her offiziell Fantasieeinheiten. Diese Einheiten existieren nur in eurem Kopf. Ich glaube, die waren ein bisschen zu, jetzt ist mir das tolle, eloquente Wort eingefallen. Halt von wegen Übersetzung. Fantasy und Fantasie und so. Hier gibt es ja auch einen Automat, ich erinnere mich. Yep. Ja, aber ich kann irgendwie automatisch verkaufen, ganz weit hinten. Ich möchte nichts verkaufen von meinem Bier. Automatisch kaufen bei 5. So. War Holz hier begrenzt oder ist es nachgewachsen? Nö, nö, das wächst nicht nach. Nö. Das ist irgendwie schade, dass sie in der Serie dann irgendwie einfach vergessen haben, Bäume nachwachsen zu lassen. Das ist einfach nur eine Ressource, die irgendwann endet. Es hört sich hier immer so an, weil immer Torhaus aufgeht und zugeht. Es hört sich an, als wäre ich auf dem Schiff, das hier rumknarzt und kurz vorm Sinken ist. Ja, bei mir ist das immer so ein Steingeschleife, wenn die Tore auf und zugehen. Die Tore sind ja auch so lustig. Wer bist du? Du bist Artus und dann bist du hier. Ich bin Artus, Erfinder des Eukalyptus Bourbons am Stiel. Du brauchst aber ganz schön weitläufig. Artus, oh, ey. Nett? Das muss man erstmal. Das muss man erstmal durchblicken. Da haben wir gerade. Das ist auch Artus. Ach nee, das ist die Fraktion. Artus. Artus Bergfried. Und hier Lancelot Artus Bergfried. Ja. Das ihr entworfen habt, Herr. Was? Wie meine Truppen mehr lang gekommen? Wo seid ihr denn hergekommen? Viel Spaß, Fritzel. Gut. Sogar persönlich mit dabei. Gut, dann reiß ich mir mal mehr Land unter den Nagel. Ich bin auch gerade so fleißig am Erobern. Ich hole mir nur Bier. Das ist das Einzige, was zählt. Kriege werden nur um Bier geführt. Ja, gut, das ist. Dann doch ein ganz schön tiftiger Grund. Woran mangelt's? An Bevölkerung. Das passt nicht hin, mein Lord. Ah, das geht noch. Wunderschön. Komm, noch ein Bogen. Hui, die Leute kommen aber schnell nach. Gut. Ja. Setz ich mal. Also ich habe hier überhaupt keine Versorgungsprobleme, was Nachschub betrifft. Ich merke aber gerade einfach, wie unglaublich passiv hier die KI. Aber so habe ich die, glaube ich, auch in Erinnerung. Die guten KIs waren ja wirklich mit Abstand die schwächsten. Die schlimmsten waren ja die bösen. Vor allem hier Vlad. Der war richtig. Der penetriert an der Stelle. Also das, wenn mir was in Erinnerung geblieben ist, dann Vlad. Fledermäuse, dann seine blöden Dämonen. Ja, der gute alte Teppes. In dieser Stunde unserer Not. Die greifen mir gerade überhaupt nicht an, oder? Artus, heul doch nicht rum, es ist gar nichts passiert. Aber irgendwie passiert hier gerade wirklich nichts, oder? Naja, also ich wurde zum Beispiel gerade angegriffen. Echt? Bei mir kam noch gar nichts. Von so ein paar Mainzelmännchen. Warum krieg ich keine Kolben? Habe ich etwa. Ich produziere schon. Was? Was? Ist doch hier auf Kolben gestellt. Hier werden bei mir Schwerter produziert, wo eigentlich Kolben sein sollten. Oh, cool. Das ist immer gut. Schwertkämpfer, Ritter, wann anders? Jetzt möchte ich gerade mit mobilen Truppen spielen. Nie Schwertkämpfer, ne? So, wundersexy. Eigentlich ist Kugel oder sowas, aber ist egal. Kampfbereit. Sind unterwegs. Was haben wir denn hier noch so? Ah, ich mag Legends. Zauberer,
Ich könnte sogar einen Ich Drachen glaube, ich bauen. da oben stehen 26. Ah, stimmt, das waren ja die Genossen. Wer Die sächsischen befehligt Kriege. uns? Ja. Wir Nodi. hören euch. Waren die sonderlich stark? Ich glaube, die waren gar nicht mal so schlecht, Zeigt oder? uns die Schlacht. Sächsische, ja, ich glaube, die waren ziemlich gut. Eure Hoheit, wo ist der Kampf? Sind Waffenbrüder, aber nicht ganz bereit! günstig. Aufs Schnellste! Zusammenbleiben! Marschieren! Sag mal, jetzt. Waffenbrüder, vorwärts! Mit der Macht des Mondes fliegt und sie. Kam grad, ich habe gerade die Icehex ausgebildet, den kam gerade so mit der Macht des Winters. Hm.